Schafe und vier Weißschafe. Selbst die reichsten Männer haben irgendwo ihre Arme verbrannt. Streichhölzer! Streichhölzer! Sie sind ein Gentleman. Eine Gabe, Sir, eine Gabe. Danke. Gott vergelt Sie, denn wahrhaftig, meine Seele ist am Überlaufen. Möge Ihre Güte nie im Verborgenen blühen, Sir. Dies sagt euer Sklave, arm, gebrechlich, schwach und verachtet. William Shakespeare. Er war ein Gentleman, Sir, und Sie sind es auch. Es war kurz bevor die Lady kam. Lady? Welche Lady? Nun, ich kenne ihren Namen nicht. Die Lady kam, bevor Mr. Holmes weg. In dem Fall habe ich einmal eine ruhige Nacht. Da muss ich wohl an die Tür. Gewiss. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Sicher nicht. Kate, das ist eine Überraschung. Ich befürchte keine sehr erfreuliche. Danke, Mrs. Hudson. Ein Schluck Tee? Ja, das wäre mir willkommen. Ich mache Ihnen viele Umstände. Bitte verzeihen Sie. Liebe Freundin, für Sie bin ich doch immer da. Bitte. Ihre Haushälterin sagte mir, Sie wollten mit Mr. Holmes in den Club. Nun, Sie sehen, ich bin noch hier. Aber Sie wollten weg. Mr. Holmes ist verschwunden. Ich weiß selber nicht, wohin. Wenn das so ist, kann ich Sie nicht mit meinen Problemen belästigen. Oh, Mr. Holmes verschwindet nicht selten. Er tut's fast regelmäßig. Das ist wirklich kein Grund zur Beunruhigung. Aber warum wollten Sie mich sehen? Sie sind krank und da fahren Sie durch halb London. Nein, nicht ich. Isa ist krank. Nein, wenn Isa krank ist, dann suche ich ihn auf. Sie werden ihn nicht antreffen. Sie ahnen aber, wo er ist? Und Sie werden es erraten können. Ich verstehe, Isa ist rückfällig geworden. Opium? Ich befürchte es. Nun, das ist, soweit ich weiß, nicht ganz neu. Sie hätten ihn drängen müssen, sich einer Kur zu unterziehen. Ach, er beschränkt diese Orgien sonst immer nur auf einen Tag. Er verlässt das Haus am Morgen und gegen Abend ist er zurück. Blass und zerschlagen. Und diesmal? Ich habe Isa schon seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Haben Sie eine Vermutung, wo er sich vielleicht aufhält? Hab ich. Ein Etablissement, was sich Goldbar nennt. Ah. In der Swendham Lane. Ich glaube, da ist er. Aber allein kann ich doch da nicht hin. Oh, nein, 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 nein. Eine Frau, die auf sich hält. 100 Meilen bleibt sie von dort entfernt. Bitte kommen Sie mit. Nein. Aber... Nein, dort werde ich hingehen. Sie gehen heim und wenn Ihr Mann dort ist, wo Sie ihn vermuten, bringe ich ihn garantiert in 2 Stunden wieder. Oh. Sein Zustand wird freilich nicht der beste sein. Ihr Tee, Doktor. Ich bedauere, Mrs. Hudson, Sie sind sehr freundlich, doch ich gehe jetzt aus. Mrs. Whitney braucht einen Tee. Und was sage ich Mr. Holmes, wenn er zurückkehrt? Sagen Sie ihm, ich bin auch einmal verschwunden. Schnell zur Swendham Lane, Kutscher. Nein, danke. Ich komme nicht als Gast. Ich suche einen Freund. Ich möchte mit Mr. Isa Whitney sprechen. Watson, wie spät ist es? Es ist 11 Uhr durch. Was für ein Tag? Freitag, der 19. Ich hab gedacht, es wäre Mittwoch. Mittwoch ist es ja auch. Willst mir ja nur Angst machen. Deine Frau wartet auf deine Rückkehr bereits volle 2 Tage. 2 Tage ist lang. Das ist nicht wahr. 2 Pfeifen, 4 Pfeifen. Ich hab's vergessen.
Ich habe eine Kutsche, gehen wir heim, komm schon. Muss ich? Denk an deine Frau, ihre Liebe. Meine arme Kate. Komm jetzt. Ich bin doch blank. Und der Besitzer will Geld. Da muss ich auch noch für deine Selbstzerstörung bezahlen. Na ja, geh schon raus. Ich kümmere mich darum. Lassen Sie das. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Holmes! Um Gottes Willen, was tun Sie denn hier? Ich gehe wie Sie mein Geschäft nach. Sie haben eine Droschke vor der Tür. Ja. Schicken Sie ihn damit nach Hause. Er sieht nicht so aus, als wäre Unheil zu befürchten. Ich sehe Sie in 5 Minuten wieder. Ja, ich bin es. Ich war überrascht, Sie dort zu finden. Sie glauben doch nicht, es war das Opium, das mich in den Höllenpfuhl gebracht hat. Ich habe gesagt, ich war überrascht, Sie dort zu finden. Auch ich war überrascht, Watson. Ich musste einem Freund helfen. Und ich suchte einen Feind. Einen Feind? Und hätte man mich erkannt, wäre mein Leben nichts mehr wert gewesen. Auch nicht ein Penny. John! Ich bin mitten in einer bemerkenswerten Geschichte. Ich hoffe, Sie hatten kein Opium in der Pfeife. Ach, nur so viel, um an dem Ort nicht aufzufallen. Ich bin unterwegs nach Lee in Kent. Würden Sie mitkommen? Gewiss doch. Vor einigen Jahren kam nach Lee in Kent ein Gentleman mit Namen Neville St. Clair. Er erwarb eine große Villa zu den Zedern. Und etwa ein Jahr später heiratete er die Tochter eines Brauereibesitzers. Jetzt haben sie 2 Kinder. Er besitzt Anteile an verschiedenen Gesellschaften und fährt jeden Morgen nach London, um jeden Abend mit dem 5.14 Uhr Zug von Cannon Street zurückzukehren. Er ist ein Mensch mit maßvollen Gewohnheiten, ein guter Ehemann, ein liebevoller Vater und geschätzt von allen, die ihn kennen. Zu zahlen hat er, soweit sich feststellen ließ, im Moment 88 Pfund und 10 Schillinge, während er 220 Pfund auf seinem Konto hat, bei der Kapital- und Landesbank. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er in Geldschwierigkeiten war. Ein Mann, der vorbildlich ist. Watson, da war etwas Skepsis in Ihrem Tonfall. Das macht Ihnen keine Ehre. Ich nehme an, Mrs. St. Clair kam mit der Nachricht zu Ihnen, Ihr Mann sei verschwunden. So ist es. Das wiederholt sich ja doch ständig, als ob es so sein muss. Watson, was ist los? Ich beachte Ihre Resignation gegenüber den Schwächen der Welt nicht. Oh, ich bitte Sie doch. Am Montag fuhr St. Clair wie gewöhnlich in die Stadt. Bevor er wegfuhr, versprach er, dass er für die Kinder einen Baukasten kaufen würde. Einen Baukasten? Merken Sie sich's gut. Bald nachdem er weg war, erhielt Mrs. St. Clair ein Telegramm, das besagte, für sie sei ein Paket von beträchtlichem Wert im Wirtschaftsbüro der Aberdeen Schifffahrtsgesellschaft eingetroffen. Sie entschloss sich, in die Stadt zu fahren, ihr Paket zu holen, Mittag zu essen und einzukaufen. Es war Zufall, dass sie sich in der Swendham Lane wiederfand, vor derselben Lasterhöhle, die wir an diesem Abend besuchten wollten. Und an dieser Stelle hat sich dann etwas recht Sonderbares ereignet. Wohin, Madame? Ich muss nach oben. Aber oben ist niemand. Oh doch, mein Mann schaut da oben aus dem Fenster. Da ist niemand, glauben Sie es mir doch. Ich kenne doch meinen Mann und habe ihn gesehen. Was tut mein Mann hier? Ich sag's nicht nochmal, oben ist niemand. Sie wurde rausgeworfen? Sie wurde. Diese Lumpen. Der Malaya und dieser Leska, der Chef des Etablissements. Ein Mann mit Vorlieben scheußlichster Art und ein Mörder noch dazu. Ein Mörder läuft frei herum? Ja, die Rückfront des Gebäudes liegt am Fluss. Sie hatte eine Falltür, um Leichen zu beseitigen. Warum wurden die beiden nicht festgenommen? Die Polizei hat einen Krüppel verhaftet. Krüppel? Es gäbe noch viel zu erzählen, aber jetzt sind wir bei den Zedern. Danke sehr. Neuigkeiten? Mrs. St. Clair, ich glaubte, Sie schliefen. Schlaf kommt nicht so leicht, wenn man Sorgen hat. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson, der freundlicherweise bereit ist, mir zu helfen. Mr. Holmes sprach viel von Ihnen. Mrs. St. Clair. Ich nahm mir die Freiheit, den Doktor hierher einzuladen. Sie verzeihen? Und ich nahm mir die Freiheit, ein leichtes Essen vorzubereiten.
Dr. Watson, nehmen Sie meinen Platz. Oh, wie dürfte ich? Watson, Mrs. St. Clair ist äußerst willensstark. Was sie wünscht, sollten Sie ohne Widerspruch tun. Danke. Nun, Mr. Sherlock Holmes, bevor wir essen, würde ich Ihnen gern ein oder zwei Fragen stellen, auf die ich klare Antworten wünsche. Fragen Sie, Madame. Glauben Sie im Innersten Ihres Herzens, dass Neville am Leben ist? Frank und frei, ich bin nicht hysterisch und neige nicht zu Ohnmachten. Frank und frei, ich glaub's nicht. Sie denken, er ist tot? So ist's. Ermordet? Das sage ich nicht. Vielleicht. An welchem Tag kam er zu Tode? Am Montag. Wie erklären Sie sich dann, dass ich von ihm noch eine Nachricht erhielt? Erst heute. Am Freitag. Nun, Mrs. St. Clair, würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Selbstverständlich. Ich habe Dr. Watson erzählt, was geschah, bevor man Sie zwang, die Kaschemme zu verlassen. Würden Sie das Weitere noch einmal erzählen? Für Dr. Watson? Auch für mich. Ich habe einiges zu überdenken nach diesem Brief. Ich bitte Sie um die Güte. Aber ja doch. Ich bin nicht die Frau, die sich gefallen lässt, von einem wichtigen Ort vertrieben zu werden. Ich suchte und fand Polizeihilfe. Zwei Constable und Inspektor... Bradstreet. Bradstreet. Und kehrten zurück zum Wirtshaus. Ja. Die Zeitspanne zwischen den zwei Besuchen war... Etwa 20 Minuten. Die bewusste Tür war nicht verschlossen. Obwohl ich mir sicher war, dass sie dieser Lesker hinter mir verriegelt hatte. Ich möchte einen Blick in die oberen Zimmer werfen. Inspektor, da ist nichts. Constable, Sie warten. Es war in dem Raum. Genauso wie ich es sagte. Es ist kein Mensch hier. Und vielleicht in dem Zimmer? Sie müssen sich vor diesem Gentleman nicht fürchten, Mrs. Senke. Er ist ein alter Freund der Polizei. Sie wissen ja, Inspektor, wie schon Gilbert geschrieben hat, der Polizist ist doch dafür den armen Mann. Mr. Boone ist professioneller Bettler. Nein, wieso denn Bettler? Handel mit Streichhölzern. Dieser Mann wohnt hier? Ja. Sie sagten mir, niemand wohnt hier. Madame, ein Bettler ist niemand. Wenn wir verletzt werden, dann bluten wir. Shakespeare, Mr. Boone, ich habe es schon einmal von Ihnen gehört. Inspektor. Die Thames, Mrs. St. Clair. Und ein großes Fenster. Mrs. St. Clair, ein Haus und ein Fluss eng nebeneinander heißt nicht automatisch gewaltsamer Tod. War er vorhin hier? Ja. War noch jemand hier? Oh nein, doch, ich war so einsam wie eine Wolke. Tennyson. Ach, Wordsworth, Inspektor. Dort unten stand ich. Und ich sah ihn. Mrs. St. Clair, dass er je hier war, dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Das sind Bausteine, Inspektor. Ja, das sehe ich auch. Mein Mann musste heute wie immer in die Stadt. Als er abfuhr, sagte er mir, er wolle Bausteine kaufen, weil unsere Kinder so gern damit spielen. Ach so? Hat einer von euch Bausteine gekauft? Aus dem Alter sind wir raus, Inspektor.
Inspektor, das hier ist die Kleidung meines Mannes. Donnerwetter. Ich kann Ihnen jedes Stück im Detail beschreiben, wenn Sie es wünschen. Mein Mann ließ arbeiten bei Mr. Snott. Sie werden im Anzug sein Firmenzeichen finden. Von da an glaubte Inspektor Bradstreet an die Wahrheit meiner Geschichte. Er und seine Männer untersuchten intensiv das Gebäude und fanden einen Blutfleck auf dem Fenstersims. Die Durchsuchung des Malayen, des Lesker und Boons war ergebnislos. Sie fanden ebenso wenig den Mantel meines Mannes. Seinen Mantel? Das Kleidungsstück, welches bis dahin fehlte. Solange Flut war. Ganz schönes Gewicht, Sir. Ist mit was beschwert worden. Es waren 421 Pennies und 270 Halfpence, die in die Tasche des Mantels gesteckt waren. Was schlussfolgern Sie, Watson? Sprechen Sie es frei aus, Dr. Watson. Ich weiß, dass ich mit jeder Wahrheit rechnen muss, so schrecklich sie ist. Nun, der Mörder muss dann Boone sein, der Bettler. Wer anders käme sonst zu solcher Menge Pennies und Halfpennies? Diese Schlussfolgerung zog auch die Polizei und verhaftete Boone und brachte ihn auf das Revier in der Bow Street. Und trotzdem könnte mein Mann noch am Leben sein. Also, Mrs. Sinclair, dann prüfen wir noch die Gewichtigkeit dieser Nachricht. Darf ich sie dem Doktor vorlesen? Selbstverständlich. Ja. Liebste, habe keine Angst. Es liegt ein großer Irrtum vor und es bedarf einer Weile, ihn richtigzustellen. Warte in Geduld, Neville. Geschrieben mit Bleistift aufs Vorderblatt eines Buchs, Oktavformat, kein Wasserzeichen. Aufgegeben in Gräfsen von einem Mann mit einem schmutzigen Daumen. Das ist nicht die Handschrift Ihres Mannes. Nein. Aber auf der Nachricht. Ganz ohne Zweifel. Seine Handschrift, aber sie zeigt, er war in Eile. Aber der das Kuvert zugeklebt hat, der hat Tabak gekaut, wenn ich nicht irre. Das scheint zwar nicht wichtig. Eine Bagatelle, gewiss, Watson. Aber oft sagen Bagatellen viel aus. Mrs. Sinclair, im Kuvert war doch noch etwas. Sein Siegel? Ja. Mrs. Sinclair, erinnern Sie sich bitte, sprach Ihr Mann jemals von der Swendham Lane? Niemals. Ich vermute, Dr. Watson möchte jetzt eine Frage stellen. Nun, es ist nicht einfach für mich, Sie zu fragen, Mrs. Sinclair, aber gab jemand Anlass zur Annahme, er sei süchtig nach Opium? Er erschien mir immer vollkommen normal. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, wie sich zeigt, woran man es erkennt. An Lustlosigkeit, Mangel an Energie, Unfähigkeit zur Konzentration, Apathie. Dr. Watson ist ein Spezialist für die Gefahren der Drogen. Mein Mann war gewiss nicht opiumsüchtig. Genauer gesagt, er ist nicht opiumsüchtig. Mr. Holmes, ich weiß, Sie glauben, mein Mann sei tot. Und mir ist klar, der Brief kann am Montag geschrieben und heute zur Post gebracht worden sein. Und ich weiß, dass die Umstände, wie sie sich uns darstellen, zu der Schlussfolgerung führen müssen, dass er ermordet wurde. Aber gleichzeitig bin ich sicher, dass Neville lebt. Es besteht eine so feste Bindung zwischen uns beiden.
dass ich fühlen würde, wenn ihm was passiert wäre. Helfen Sie mir bitte, ihn zu finden. Watson, wenn Neville St. Clair noch am Leben ist, warum kommt er nicht und demonstriert diesen Fakt? Ich würde sagen, weil er eben nicht mehr am Leben ist, Holmes. Aber diese Nachricht... Kann zu jeder Zeit geschrieben sein, vielleicht sogar unter Druck. Oder es ist eine Fälschung. Und der Siegelring? Lässt sich leicht vom Finger abziehen. Speziell, wenn das Opfer tot ist. In der Tat. Vorausgesetzt, die Hypothese stimmt. Neville St. Clair ist tot. Wie aber kam er um? Na, er wurde ermordet. Von wem? Die Polizei meint, es war dieser Boone. Ich sehe keinen Grund, das anzuzweifeln. Nur wenn... Nur wenn was? Er ist ein Krüppel? Ja. Wie stark ist er behindert? Nur ein leichtes Hinken. Medizinische Erfahrungen besagen, die Schwäche eines lahmen Beins wird meistens kompensiert durch besondere Stärke des anderen. Noch nicht zufrieden? Dieser Mann ist professioneller Bettler. Er ist bekannt in der Stadt. Hat viele Gönner in der Stadt. Ich sah ihn oftmals. Er hat das bemerkenswerte Talent, schlagfertig zu sein und erfreut damit viele Kunden. Na sicher, das klingt harmlos. Aber die Polizei hat ihn verhaftet, nicht den Lesker. Das wollte ich auch wissen und fragte deshalb Inspektor Bradstreet. Nein, nein, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Nein, man darf mich hier nicht einsperren. Offenbar war es doch ein Mord. Und nimmt man eine Aussonderung vor, dann muss Boone der Mörder sein. Das sind die Sachen von Neville St. Clair. Mhm. Warum sind Sie so überzeugt, dass der Lesker nicht weit verdächtiger ist? Weil Mrs. St. Clair ihren Mann oben am Fenster sah, wo er zurückgerissen wurde. Sie lief durch die untere Tür und stand sofort vor dem Lesker. Während sie sich unterhielten, oder präziser, während der Lesker und sein Gehilfe Mrs. St. Clair aus dem Hause drängten, ging der Kampf oben weiter und führte schließlich, wie wir jetzt wissen, zum Tode von Neville St. Clair. Ein Geschenk zum 21. Geburtstag. Der Mann ist sehr penibel gewesen, kein Kratzer. Welches Motiv für den Mord sehen Sie? Das müssen wir erst noch erforschen. Es riecht nicht nach Opium. Ob es vielleicht Raub war? Nein, nein. Sehen Sie St. Clairs Brieftasche. Zeigen Sie. Steckt voller Geld. Und wie kommen die vielen Münzen in den Mantel? Ich kann noch nichts dazu sagen, Mr. Holmes. Nehmen wir an, Boone tötet St. Clair, nimmt sich seine Bekleidung, in der Hoffnung, sie und ihren Inhalt noch zu nutzen. Er hebt den Toten, er trägt ihn quer durch den Raum. Er zwängt ihn durchs offene Fenster. So erklärt sich das Blut auf dem Fenstersims. Er wirft die Leiche runter, worauf sie... von der Flut verschlungen wird. Jedoch mitten in dieser Tätigkeit hört er von unten den Wortschwall, mit dem sich Mrs. St. Clair ihren Weg erzwingen will. Er darf keine Zeit verlieren. Die Kleidung muss verschwinden. Als erstes nimmt er den Mantel. Es wird ihm bewusst, dass der nicht sofort... untergeht. Was kann er jetzt tun? Er eilt wieder durch den Raum zu irgendeinem Loch, wo er die Früchte seiner Bettelei versteckt hat, stopft alle Münzen, die er fassen kann, in die Tasche seines Mantels hinein und wirft ihn damit ins Wasser. Er wollte mit den anderen Sachen dasselbe tun, doch da trafen ihre Männer ein. Er versteckte die anderen Sachen hinter dem Vorhang und hoffte, das bemerkt keiner. Und es wäre ihm auch gelungen. Wäre Mrs. St. Clair nicht so hartnäckig gewesen. Inspektor, welches Komplott in der Opiumhöhle auch immer geschmiedet wurde, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der Lesker nicht darin verwickelt sein sollte. Ich war in Versuchung, ihn gleich zu verhaften. Ich schicke jetzt ein paar Männer zu ihm hin. Nein, bitte, Inspektor. Wenn Sie erlauben werden, empfehle ich eine andere Strategie. Und welche? Ich besuche die Opiumhöhle. Ganz diskret.
inkognito. Dann wissen wir vielleicht mehr. Und Holmes, was ergab sich? Gar nichts. Erkennen Sie ans Watson? Nein, ich sehe kein Motiv. Aber ich sehe da eine Frau. Welche trotz aller objektiven Umstände glaubt, ihr Mann sei noch am Leben. Und Sie sagten bei vielen Gelegenheiten, dass die Empfindungen einer Frau manchmal wertvoller sind als die Schlussfolgerungen eines analytischen Denkers. Nehmen wir an, er ist noch am Leben. Wo ist er? Da habe ich keine Ahnung. Aber ich habe jetzt einen dringenden Wunsch. Es ist weit nach 4 Uhr morgens. Darf ich jetzt schlafen? Sicherlich. Danke. Wie spät ist es? Es dämmert. Ich hatte 2 Stunden Schlaf. Ich wüsste gerne, ob Sie aus alter Freundschaft den Schlaf überwinden und das Aufwachen in Betracht ziehen. Ich schätze, Sie haben gute Gründe. Kommen Sie mit auf eine Fahrt? Sicherlich, aber muss es so früh sein? Ich habe eine kleine Theorie zu testen. Ist Ihr Leben in Gefahr? Ganz gewiss nicht. Vielleicht überprüfen wir Ihre Theorie ein wenig später. Ich sehe Sie in 5 Minuten unten. 5 Minuten? Also, auf geht's, Nelson. Sie besitzen die große Gabe des Schweigens, Watson. Das macht Sie ziemlich unbezahlbar als Gefährten. Watson, Sie befinden sich in der Nähe eines der absolutesten Narren Europas. Sie übertreiben wieder, Holmes. Ich verdiene Fußtritte von hier bis Charing Cross. In dem Moment, als Sie mich aufrufen, ich habe den Schlüssel, Watson, hier in dieser Reisetasche. Guten Morgen, Gentlemen. Watson, ich war blind wie ein Maulwurf, aber es ist besser, man sieht die Wahrheit spät, als wenn man sie niemals sieht. Bereit, Street. Bereit, Street. Ich rief Sie wegen dieses Bettlers an. Boom. Er ist in der Zelle, Mr. Holmes. Was kann ich für Sie tun? Ich würde ihn gern noch einmal sehen. Wahrscheinlich schläft er. Wie wahrscheinlich der größte Teil der Bevölkerung schläft, Holmes. Also gut, Mr. Holmes. Dr. Watson, bitte da entlang. Lassen Sie doch Ihre Tasche im Büro, Mr. Holmes. Ich nehme sie mit. Sie enthält den Schlüssel. Er ist ein übler Strolch. Schmutzig und wäscht sich doch nicht. Sagt, Waschen schwächt die Widerstandskraft. Er schläft. Ist wahrhaftig eine Schönheit. Inspektor, würden Sie die große Güte haben, mir die Tür sehr leise zu öffnen. Gentlemen, ich möchte vorstellen, das ist Mr. Neville St. Clair aus Lee in der Grafschaft Kent. Das ist kaum zu fassen. Ja, es ist wahr. Und was bitte wird mir denn vorgeworfen? Die Anklage lautet Mord an Mr. Neville St. Clair. Ja, da müsste ich mich ja ermordet haben. Ich bin 27 Jahre Polizist. Das habe ich noch nicht erlebt. Es ist also offensichtlich kein Verbrechen begangen worden. Ich werde hier illegal festgehalten. Meine Stärke ist wie die Stärke von 10. Weil ich weiß, mein Herz ist rein. Alfred Lord Tennyson. Sie belogen Ihre Frau, Mr. St. Clair. Das soll nicht schmutzig sein. Ich versichere Ihnen, dass ich eher bereit zu Gefängnis war. Sogar zur Hinrichtung, als mein elendes Geheimnis meiner Frau und den Kindern zu entdecken. Jetzt ist alles aufgedeckt, Mr. St. Clair. So sei es denn. Mein Vater war Schulmeister in Chesterfield.
Ich bekam eine sehr gute Erziehung. Ich reiste, ging dann zum Theater und wurde schließlich Reporter für eine Zeitung in London. Eines Tages wollte der Herausgeber eine Reportage über das Betteln in der Metropole und ich sollte sie ihm schreiben. Dazu wurden Sie ein Bettler? Ja. Und Ihre Erfahrungen aus der Theaterzeit machten sich bezahlt? Ja. Ja, so war es. Ja, ich schminkte mir mein Gesicht und machte mich so bemitleidenswert wie nur möglich. Ich legte mir Schrammen zu, die schlimm aussahen. Ich verzog meine Lippen mit Hilfe eines fleischfarbenen Pflasters, stülpte mir dunkle Haare auf und kleidete mich in Lumpen, suchte mir einen Platz im belebtesten Viertel der Metropole. Ich gab vor, ich verkaufe Zündhölzer. Ja, und schon war ich ein Bettler. Und das ging gut? Ja. An einem Tag hatte ich 26 Schilling und 4 Pence. Ich schrieb meinen Artikel für die Zeitung, mein Redakteur war zufrieden und ich dachte, dass es vorbei wäre. Bis ich für einen Freund einen Wechsel gegenzeichnete. Der Freund zahlte nicht und die 25 Pfund fielen auf mich. Mein Gott, wie war ich da verzweifelt? Was konnte man nur tun? Doch zu guter Letzt kam mir der rettende Einfall. Ich ließ mir 14 Tage Urlaub geben, die noch fällig waren, und verbrachte sie an dem Platz, den ich schon kannte, als Bettler. Nach 10 Tagen schon hatte ich so viel Geld, dass ich voll zahlungsfähig war. Und das war die Falle, in die ich tappte. Wie viel haben Sie als Reporter verdient? 2 Pfund die Woche. Wie viel beim Betteln? Ja, so die letzten paar Jahre hatte ich meistens an die 700 Pfund im Jahr. Das ist das Einkommen eines Gentlemans. Kommen Sie, Bradstreet. Schließlich kann man ja sagen, Mr. St. Clair war kein einfacher Bettler. Gewiss, man erwartet von keinem Bettler, dass er sich auskennt bei Shakespeare, Dickens zitiert und die Bibel und neue Melodien singt. Ein Aristokrat unter den Bettlern. Nun, es ist nicht meine Art, mich zu loben. Ich war tüchtig und, wie der Inspektor richtig bemerkte, hatte ich das Einkommen eines Gentlemans. Also lebte ich wie ein Gentleman. Ich kaufte eine Villa in Kent, nahm mir eine wundervolle und respektable Frau und jeden Morgen fuhr ich zu meinen Geschäften in die Stadt. Sie müssen von Anfang an Verbindung mit dem Lasker gehabt haben. Ja, ich bezahlte äußerst großzügig für die Nutzung der oberen Räume und dafür verriet er mich nicht. Ich fiel zwar unter die Diebe, aber fand sowas wie Ehre. Nun ja, jeden Morgen wurde ich ein schmutziger, schäbiger Bettler und jeden Abend wurde ich dann wieder ein nobler Gentleman. Und was war am Montag? Ich hatte mein Tagewerk beendet und zog mich in meinem Zimmer über der Opiumhöhle um. Zufällig sah ich aus dem Fenster und zu meinem Erstaunen und Entsetzen sah ich meine Frau auf der Straße. Ihre Augen waren direkt auf mich gerichtet. Neville! Ich rannte los, um den Lasker zu finden. Du darfst sie nicht einlassen. Ich werde sagen, oben ist gar niemand. Vielleicht kommt sie mit der Polizei wieder. Da sage ich ihm auch, oben ist gar niemand. Mr. Boone wird oben sein. Und Mr. Boone logiert hier. Er ist mit Recht hier. Neville! Ich wurde nochmals Boone, der Bettler. Und dann fiel mir ein, dass das Zimmer durchsucht werden könnte und meine Kleidungsstücke mich verraten würden. Ich ergriff meinen Mantel, in den ich die Münzen aus meiner Bettentasche gesteckt hatte. Die übrigen Sachen sollten ihm folgen, aber in diesem Moment war die Polizei da. Der Rest ist bekannt. Wir fanden Blut auf dem Fenster, Sims. In meiner Hast beim Fenster öffnen hatte ich mich geschnitten. Eine kleine Schramme. Doch die bewirkte, dass ich verhaftet wurde.
weil ich verdächtig war, mich selbst ermordet zu haben. Und dadurch fügten Sie Ihrer Frau viel Schmerz zu. Aber ich schrieb ihr eine Nachricht. Sie gaben sie dem Lesker, nicht wahr? Ja. Der sie nicht gleich abschickte. Sie kam erst gestern an. Er legte sie wahrscheinlich in die Hände eines zufällig anwesenden Seemanns. Och, ich werde es mir niemals vergeben können, dass ich zu meiner Frau so grausam gewesen bin. Kann ich jetzt heimgehen? Ja, aber unter einer Voraussetzung, Mr. St. Clair. Was Sie wollen. Es gibt niemals wieder einen Ju-Boon.